Am 17. August dröhnten im Motodrom am Kotterweg wieder die Motoren. Der MC Post Leipzig hatte zum 7. Wettbewerb der Junioren der Norddeutschen Bahnmeisterschaft gerufen. Der vor 49 Jahren eröffnete Rundkurs und alle Anlagen wurden von den Mitgliedern des Vereins in ehrenamtlicher Arbeit geschaffen und bis heute trotz aller Schwierigkeiten erhalten. Hier ein Rennen der U21 Junioren, die mit Maschinen mit 500 Kubikzentimetern an den Start gehen. Heute stammen die Motoren meist von der italienischen Firma GM und leisten bis zu 80 PS. Beim letzten der 14 regulären Läufe der Klasse U21 an diesem Tag siegte hier Johnny Wienand vom MSC Kloppenburg vor Leon Arnheim und Levin Korte. Zusammen mit den männlichen Junioren gehen auch die Frauen, hier Mascha Schwendt, an den Start. Schon im 10. Lauf zeigte Patrick Hiniek vom MC Post Leipzig sein Können und zog in einem sehenswerten Überholmanöver an Vereinskamerad Tim Lumpitsch vorbei. Aber auch Mika Frese und Leon Arnheim kämpften heftig um Platz 3. Beim Finale der U21 gehen nun von innen nach außen Jakob Jensen, Patrick Hiniek und Johnny Wienand an den Start. Patrick Hiniek rutscht in der Startkurve weg und das Rennen wird abgebrochen. Doch der Sturz geht glimpflich aus, der Rennarzt gibt nach seiner Untersuchung das Okay für einen Neustart. Das neu gestartete Finale muss man kaum kommentieren. Patrick Hiniek geht nach packendem Zweikampf mit Jakob Frenzen vom MSC Moorwinkelsdamm in Führung und gewinnt souverän. Dritter wird Johnny Wienand vom MSC Kloppenburg. Nach dem Schreck des Sturzes ist Patrick Hiniek nun der strahlende Sieger. Habt eure Laufbahn noch vor euch. Euer Applaus und jetzt wollen wir noch mal sehen, ob ihr das für den Sex besser beherrscht als die Klasse. Bei insgesamt 28 Läufen an diesem Renntag gab es nur zwei leichte Stürze ohne ernste Verletzungen.